Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute zeige ich euch mal meine Schreibtischorganisation und meinen Schreibtisch an sich, weil sich das einige von euch gewünscht haben und ich denke, das könnte auch generell sehr interessant für euch sein. Ich habe mir solche Videos früher auch selber richtig gerne angesehen und eben so ein paar Inspirationen einfach mitgenommen für meinen eigenen Schreibtisch damals und genau das möchte ich quasi für euch sein, so ein bisschen so eine Inspirationsquelle, weil ich schon auf meine Schreibtischorganisation eigentlich recht stolz bin. Also ich finde, das ist alles ziemlich gut geordnet so und ich würde sagen, ich rede gar nicht so lange um den heißen Brei rum und wir legen einfach mal direkt los. So, also das ist mein Schreibtisch erstmal im Überblick. Der ist jetzt nicht sonderlich groß, aber ich versuche halt hier so viel wie möglich unterzukriegen. Wir können jetzt erstmal so das abgrasen, was quasi auf dem Schreibtisch draufsteht. Und zwar haben wir hier einmal so ein kleines Behältnis. Das ist von Butlers. Da habe ich einfach so Sachen drin, die ich immer mal wieder brauche. Zum Beispiel meine Locher. Hier so ein Sparschwein. Da kommt halt immer Kleingeld rein, was ich jetzt nicht unbedingt in mein Portemonnaie rumschleppen möchte. Dann habe ich hier zwei Federmappen. Das hier war immer meine Uni-Federmappe. Und da sind halt so Stifte drin, die ich immer für die Uni gebraucht habe. Aber die sind jetzt halt einfach hier zu Hause immer. Und unten drunter habe ich noch zwei Taschenrechner. Also einmal meinen größeren Grafiktaschenrechner und so einen kleineren, den wir für Klausuren nutzen dürfen in der Uni. Und hier sind halt, ich krieg's jetzt echt schlecht auch mit einer Hand, aber da sind so Stifte drin, die ich für meinen Bullet Journal benötige. Und übrigens, hier nehme ich gerade den Ton mit auf, also nicht wundern, dass das Handy da klemmt, sonst klemmt es da natürlich nicht. Dann habe ich hier einmal so einen Zeitschriftensammler von IKEA, also so eine graue Version ist das davon. Und ja, hier habe ich einfach so ein bisschen Zeug drin, was ich ja halt auch mal zur Hand brauche. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel Trennblätter für meinen Ordner und oh, hier haben wir noch zwei Massagegutscheine, die ich auch noch einlösen könnte demnächst. Dann habe ich jetzt hier noch ein paar kleine Büchlein drin, also so Notizbücher. Dann steht dahinter mein Uni-Ordner, den kann ich mal rausziehen. Also das ist auch einer von Butlers. Ich liebe den, also ich finde den echt irgendwie richtig süß und ja, so sieht der von innen aus. Also ich habe einfach hier schon mal ein paar Trennblätter eingeheftet für die ganzen Module, die ich dieses Semester belege. Ja, und da sind dann halt meine Lernblätter drin, Übungsseiten und so ein Kram eben. Dann haben wir hier so einen kleinen Notizstapel, der ist von Teddy. Ich fand die Verpackung irgendwie mega süß. So einfach, falls man mal irgendwie eine kleine Notiz schreiben muss, kann man das hier draufschreiben und sich die dann irgendwo hinlegen. Fand ich irgendwie ziemlich praktisch und vor allem auch süß. Und dahinter habe ich einfach nochmal so einen Stiftebehälter. Das Ding an sich ist von Maison du Monde. Das ist eigentlich ein Kerzenhalter, aber ich benutze es eben für meine Stifte. Und ich habe jetzt hier so ein paar Stifte, die ich für mein Bullet Journal brauche. Also so Stabilo Brush Pens sind das. Dann habe ich hier einen schwarzen Gelstift, einen weißen Gelstift auch für mein Bullet Journal, ein paar Fineliner, einen Kugelschreiber und eine Schere und noch so Pastellmarker von Stilo, halt auch die ich schon seit ungefähr 3 Jahren habe. Genau, die habe ich einfach hier, damit ich da immer so schnell einmal hingreifen kann. Dann haben wir hier meinen Arbeitsplatz für YouTube. Also hier schneide ich dann immer meine Videos. Hier habe ich halt einfach meinen Monitor, der ist recht groß. Dann meine zwei Lautsprecher, Tastatur und Maus, brauche ich jetzt glaube ich nichts dazu sagen. Dann haben wir hier meine neue Schreibtischlampe. Ich liebe die. Die ist von Home24 und ich finde, die sieht einfach so cool aus. So ein bisschen im Industrial-Look und die ist auch echt riesig groß. Und wenn wir jetzt hier weiter rüber gehen, haben wir meine Pinwand/Whiteboard/Tafelkombination. Die muss noch an die Wand gehangen werden, aber wir kriegen halt da keine Nägel rein, also auch keine Stahlnägel. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Auf jeden Fall. Ja, pinne ich hier halt immer so Sachen dran, die gerade anstehen. Hier schreibe ich irgendwie nichts rein, weil ich da halt meine Planaufvorlagen dafür habe. Und hier könnte man zum Beispiel auch noch irgendwelche Eintrittskarten oder sowas halt einfach ranpinnen, wenn man denn irgendwo Eintrittskarten dafür hätte. Genau. Und hier oben habe ich dann noch zwei so kleine Regale, die sind aber eher für Deko gedacht. Also hier oben kommt dann noch ein Bild rein von uns beiden. Das ist so eine kleine Duftkerze von TK Max, also TK Max, TK Max, genau. So ein paar Blumen, also Fake-Blumen. Das ist ein Bild, das habe ich Robin zum 23. Geburtstag geschenkt. Ist schon eine Weile her. Ich weiß nicht, ob ich meine Kamera jetzt hier liegen lasse. Also das ist meine Sony Alpha 7, also quasi meine gute Kamera. Aber ich wollte jetzt hier erstmal irgendwas hinlegen, damit das da nicht so leer aussieht. Das ist eine kleine Pflanze, die ist sogar echt. Und so ein schönes Gefäß von Butlers. So, und jetzt zu den Schubladen. Übrigens, dieser Schreibtisch ist selber zusammengebaut. Das ist eine Tischplatte von IKEA, also einfach so eine Ecktischplatte.
Dann ist unten drunter noch so ein Bock, da will ich aber jetzt nicht hinfilmen, weil da ist es auch sehr unordentlich. Und hier haben wir dann einfach noch so eine Alex-Kommode, eine schwarze. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von diesen Alex-Kommoden, da kriegst du eigentlich echt viel unter. Und die gehen wir jetzt mal Schublade für Schublade durch. So, also die erste Schublade ist relativ unspektakulär. Das ist nämlich meine Random-Schublade. Also alles, was quasi unter die Kategorie Random fällt, ist hier drin. Zum Beispiel ein kleines Langenscheid-Buch, berlinerisch, das hat mir Niklas mal geschenkt. Dann haben wir hier Nagelkleber und eine Fusselrolle, Kaugummis, ne, Kopfhörer, so, ne, alles, was halt so ein bisschen random ist. Also da gehe ich jetzt auch nicht so tiefgreifend drauf ein. Ich glaube, das ist nicht so interessant für euch. Die nächste Schublade ist so ein bisschen meine, ja, Bastelschublade, würde ich sagen. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel verschiedenes Washi-Tape. Dann haben wir so Spitzenborten, die habe ich mir mal im Set gekauft und benutze die eigentlich kaum, wie man sieht. Dann haben wir hier Tusche. So ein paar Ersatzmarker noch für dieses Whiteboard, was ich eigentlich gar nicht benutze. Dann haben wir hier diese Gioconda Graphitstifte, die habe ich auch schon ewig. Also alles, was ihr hier allgemein drin seht, habe ich gefühlt schon seit mindestens 5 Jahren. Dann sind hier unten drunter ganz viele verschiedene Lineale und so ein Kurvendings hier, was man damals im Matheunterricht gebraucht hat. Ein Taschenlocher, den ich auch schon seit der 9. Klasse habe. Geodreiecke, na, so alles, was man manchmal gebrauchen kann. Dann habe ich hier drüben noch so Fotokleber für meine Fotoalben, so kleine Klammern, kann man auch immer gebrauchen, nicht. Und ja, einfach noch so ein bisschen Kram, was man so für kreative Sachen gebrauchen kann. Übrigens, das ist die goldene Farbe, die ich immer benutze. Da fragen auch mal ganz viele Leute danach. In der nächsten Schublade sind ganz viele so kleine Tools drin. Also ich habe hier übrigens so kleine Behältnisse, genauso wie auch dieses Ding, das ist auch von IKEA einfach. Also die haben ja da immer so verschiedene Lösungen, die die anbieten für ihre Kommoden und ja, andere Organisationssysteme. Also ich habe jetzt hier alles, was mit Radieren und Spitzen zu tun hat. Hier habe ich Klebeband drin, verschiedene Tacker. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt verschiedene Tacker habe. Ich tacke eigentlich nie irgendwas. Okay, kurze Unterbrechung. Ich bin gerade beim Schneiden und habe bemerkt, dass es an manchen Stellen so ein bisschen falsch rüberkommt, wenn ich zum Beispiel sage, dass ich bestimmte Sachen nicht benutze oder nicht brauche. Es soll nicht so rüberkommen, als ob das irgendwie umsonst da drin rumliegt, sondern es ist halt einfach so, dass man gewisse Sachen halt echt sehr selten braucht. Zum Beispiel brauche ich halt persönlich sehr selten einen Tacker oder so, aber man braucht ihn eben manchmal und deswegen schlummert er eben da in der Alex-Kommode und liegt jetzt nicht irgendwo auf dem Schreibtisch offen rum, was ja dann tatsächlich ein bisschen sinnlos wäre, weil ich den dann tatsächlich eigentlich nicht so oft brauche. Das wollte ich nur kurz gesagt haben, nicht, dass dann irgendjemand schreibt so, hey, warum hast du denn dann die ganzen Sachen, wenn du sie gar nicht brauchst? Ich brauche sie, aber eben nur sehr selten. Genau, und jetzt geht's weiter. Da habe ich hier nochmal 2 so Federmäppchen drin, wo nochmal ein paar andere Stifte verstaut sind. Holdback-Klammern, Tintenpatrone, obwohl ich keinen Füller habe. Dann haben wir hier Akten-Dingsies, genau. Da hinten ist noch ein Zirkel verstaut und meine Aquarellfarben, die brauche ich halt nicht so häufig, deswegen liegt sowas dann immer ganz hinten. Nächste Schublade. So, vorletzte Schublade. Das ist meine künstlerische Schublade und zwar sind hier alle meine Buntstifte drin und ich habe tatsächlich sehr viele. Aber wie gesagt, das sind auch alle, die ich seit Ewigkeiten schon angesammelt habe. Also die habe ich safe auch alle länger als 5 Jahre bestimmt. Da ist es schon 10 Jahre. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die alle nach Farben sortiert und dann einfach mit so einem Haargummi hier so zusammengebunden, nicht weil ich irgendwie mega die Zwangsstörung habe, sondern weil ich das einfach sehr sinnvoll finde zum Zeichnen, dass man halt einfach nicht stundenlang irgendwelche Farben suchen muss. Und ja, hier sind auch nochmal so ein paar Fineliner und Pinsel in dem gleichen Prinzip halt zusammengepackt und hier hinten habe ich dann noch so richtig süß solche Zackenscheren, die habe ich wahrscheinlich auch schon, naja, 14 Jahre bestimmt. Keine Ahnung, wann meine Eltern mir die damals als Kind gekauft haben. Ja, hier sind ein paar Karteikarten, benutze ich aber eigentlich auch nicht. Genau, so viel zu dieser Schublade. Und jetzt kommen wir noch zur letzten. Da ist eigentlich alles drin, was ich so für mein Bullet Journal und Fotoalbum brauche. Also hier sind erstmal noch so ein paar Acrylfarben drin für die Leinwände, die ich dann, also die letzte Leinwand, die ich noch malen muss quasi, aber ansonsten liegt das hier eigentlich nicht drin, das könnt ihr euch quasi wegdenken. Und wir haben jetzt hier verschiedene Papiere, also so ein bisschen was Glitzerndes, ein bisschen was mit Muster, also ne, a lot of different stuff. Hier haben wir Designpapiere, ja, hat sich auch einiges so angesammelt in der letzten Zeit und dann haben wir hier auch ganz viel
Verschiedenes Grundpapier. Ich muss da jetzt nicht so sonst wie weit runterkriechen, aber ja, auf jeden Fall ist das meine Kreativschublade. So, die machen wir jetzt auch wieder zu. Und das war jetzt eine sehr ausführliche Tour meiner Alex-Kommode. So Leute, das war's für dieses Video. Ich hoffe sehr, dass das irgendwie hilfreich für euch war und dass ihr so ein paar Inspirationen mitnehmen konntet und euren eigenen Schreibtisch vielleicht jetzt ein bisschen besser aufräumen und organisieren könnt, sodass man am Ende Sachen schneller findet. Das ist ja irgendwo auch der Hauptanspruch, den man an eine gute Schreibtischorganisation hat. Ich wünsche euch wie immer noch eine ganz tolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis dahin. Tschüss!